Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von einer weiteren Folge von Let's Play Sky Survival oder Let's Survive Sky Survival, wie man es eher nennen sollte, weil ich öfters mal hier gerade abkratze. Das leckt gerade richtig übel. Ja, auf jeden Fall jetzt wieder zurück. Wir haben ja hier schon seine ganzen Kisten ausgeräumt. Wir wollten, dachte ich, irgendwo da runter. Ja, ich glaube. Oh, das hier gleich mal kaputt. Zack. Hier irgendwo dachte ich, ging es runter. Ist immer noch ich habe keine Schaufel mehr. Okay. Also gut, müssen wir uns eben wieder von Hand runtergraben. Aber ich dachte, hier ginge es runter. Ich habe mich wohl getäuscht. Vielleicht war es in einem anderen Haus. Irgendwo konnten wir... Ah, hier. Gut. Zurück, endlich. Ah, genau. Nee, doch nicht. Ja, wir wollten auf jeden Fall da runter. Ich baue mich hier mal mit Erde rüber. Ist vielleicht leichter. Ja, gleich bin ich da. Und nur noch ein paar wenige Blocks und dann sind wir an unserem ersehnten Schatz. Ich springe da jetzt mal runter. Ah, okay. Jetzt muss ich noch den Weg hier runter bauen, damit wir uns nachher gut wieder hochkommen. Oh, okay. Vorsichtig, sonst sterben wir hier wirklich noch. Das wäre jetzt nicht so cool. Glaube ich zumindest. So, yay, geschafft. Endlich. Nein. Ach, Mist. Okay, dann müssen wir eben ein bisschen Holz verschwenden. Denn ich will jetzt die Truhe haben. Ah, das leckt schon ganz schön. Aha. Es kann sein, weil ich lade gerade im Hintergrund noch ein Video hoch und tue gerade eins mit dem Movie Maker bearbeiten. Ah, ja, passt. Okay, nicht der beste Schatz. Aber Hauptsache, das brauche ich nicht. Okay. Hahaha, what a stupid fool, villager. I stole those four emeralds for him easy. Hahaha. You too, the Enderman. Okay, der Enderman erzählt, dass er die vier Emeralds dem Villager gestohlen hat. Dem dummen Villager, wie er selbst sagt. Ja, und... Die haben wir jetzt von ihm geklaut. Dummer Enderman. Cool. Auf jeden Fall, wir haben jetzt den Schatz, war nicht allzu gut. Hätten wir doch nicht aufnehmen sollen. Ah, genau, das hatten wir schon ausgeraubt. Ohoho. Okay, es leckt übel. Ich glaube, ich überlege mir, ob ich jetzt im Hintergrund das kurz abbreche. Was tauscht denn er eigentlich? Gegen eine Efficiency Eye of Ender. Könnten wir das gebrauchen? Okay. Brauchen wir das überhaupt? Das Glowstone wäre vielleicht etwas, wo wir gebrauchen könnten, aber... Nein, das lassen wir jetzt erstmal. Wir haben ja noch viele Ressourcen. Aber wir machen uns jetzt erstmal auf zu einer anderen Insel. Ich würde sagen, zu dieser da. Okay. Oh, okay. Was benutzen wir? Das benutzen wir. Ich weiß, das ist irgendwie eine dumme Idee, mit Holz sich darüber zu bauen, aber ich habe gerade nichts anderes. Ich hätte zwar Stein abbauen können, aber... Das
ist jetzt zu spät. Okay, wir hatten ja zum Glück viel. Okay, wir bauen uns auf diesem Weg hier runter. Okay, das war jetzt beabsichtigt sogar einmal. Okay, es wird wirklich knapp hier mit dem Holz. Ich benutze jetzt einfach die Erde, wo ich draufstehe. Ich hoffe, da drin ist jetzt keine Lava. Nein, also es scheint jetzt keine Lava drin zu sein. Ich glaube, ich spiele jetzt über kurz in meine Kopfhörer, denn meine Anlage rauscht irgendwie. Das gibt, glaube ich, eine komische Rückkopplung. Probieren wir nochmal. Okay. Ja, jetzt höre ich dieses Rauschen nicht mehr. Ich höre jetzt den Kühler von meinem Computer, aber der ist so leise, dass er den wahrscheinlich im Video dann doch nicht hört. Ups, das war ein Fehler. So. Jetzt erstmal, ob wir hier drin was finden. Weil wenn ja, das wäre natürlich auch gut. Das ist sogar richtig gut. Denn ich dachte, der Villager hätte gesagt, hier ist irgendwas versteckt. Aber das werden wir bald rausfinden, indem wir uns hier reingraben. Okay, gleich haben wir es. Ich glaube, wir sind gleich durch. Haben wir Fackeln? Ah, wir haben Kohle, okay. So. Kramen wir uns einfach so weiter. Okay. Ja, wir sind durch und nichts ist auf der Unterseite. Dafür haben wir jetzt viel Erde. Das ist was Praktisches. Ah, ich sehe auch schon eine Kiste. Können wir uns hier mal einen schönen Rückweg graben. So. Yay, Gold. Und das hier, brauchen wir Rüstung? Ah, machen wir das. Zack. Zack. So. Was anderes? Okay. Weiter geht's auf unserer Reise. Und gleich sind wir auf dem Baumland. Bauen wir doch gleich mal ein bisschen Holz ab. Das könnte nicht praktisch sein. Und jetzt auch mal zu was anderem, außer zum Minecraft. Ich habe Hunger. Essen, Apfel. Ich, mein Freund, haben, also ich und Skippy, kennt ihr, Kiva, nicht Skippy, haben zusammen einen Server und den haben wir jetzt endlich die Map. Ah, schon besser. Haben jetzt endlich die Map verbessert und richtig cool gebaut. Wir haben jetzt eine Spawnstadt, ein Freebuild, eine Welt mit Boardgames. Das sind Tic-Tac-Toe und weitere Spiele, die ihr in Minecraft spielen könnt. Dann noch Sky-PvP mit dem Insel-PvP und dem normalen Sky-PvP mit kleinen Inseln. Das will wohl, dass wir irgendwas in die Luft jagen. Sind voll, wir brauchen das nicht. Gut. Okay. Ja. So. Und da wollten wir euch dann auch herzlich zur Eröffnung einladen. Die wird bald stattfinden. Wir haben uns überlegt, ob wir es jetzt schon freigeben und dann mit Bildern zusammen, also mit euch, die Lust haben zu bauen. Natürlich gegen Ränge oder gegen Minecraft-Geld, das ihr dann bekommt, könnt ihr uns dann helfen zu bauen. So. Also, wer Lust hat,
Wir kündigen das dann noch in einem anderen Video an. Ich mache dazu eine Servervorstellung. Da könnt ihr euch dann auch in den Kommentaren anmelden. Natürlich könnt ihr sie jetzt auch schon machen, aber da wäre das dann besser, weil das wäre dann passender. Bis jetzt ist er noch whitelisted, also es kann noch keiner drauf, außer wir. Das wird sich aber auch bald ändern. Also schaut mal vorbei. Wird wahrscheinlich wirklich cool. Wenn auch mehr mithelfen, ja. Also das zu dem einen und das wird zurück zu Minecraft. Ja. Wow. Die gräbt sich da durch wie Butter. Huhu. Ihr muss halt ganz langsam machen. So. Ist hier oben drauf was? Nein. Schade. Okay. Ganz langsam. Ich dachte, da drin wäre diese Kiste mit den ganz vielen Diamanten oder sowas. Okay. Und das geht ja auch leicht kaputt. Ist hier was drin? Scheint nicht so. Ich hoffe, mir springt jetzt kein Creeper entgegen. Aber nein. Komisch, ich hätte erwartet, dass hier etwas drin ist. Okay. Also mit diesem Let's Play Together, das Sky Survival mit meinem Freund Kiva, ist leider nichts geworden. Zeitliche Gründe und alles mögliche. Und er hatte dann keine Lust und ich hatte wieder keine Lust. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich. Aber wir wollen mal wann anders ein Let's Play Together machen. Gerade auf unserem neuen Server, da legen wir dann eine eigene Welt an, wo dann nur wir drauf können. Und ja, können wir auch manche Gäste einladen. Zum Beispiel irgendein Star-Let's Player wie Gronkh. Nein, natürlich nicht. Wir werden dann Zuschauer wie euch einladen. Je nachdem, wie ihr Lust habt. Das machen wir. Würden wir dann schon machen. Also, ich hoffe, euch würde die Idee gefallen. Und ja, bis dahin überlegen wir uns noch, wie wir es machen. Oder ob wir es machen und wie. Und wenn wir es nicht machen, dann wie nicht. Und so weiter. Oh, ich sehe eine Kiste. Ich dachte, unten wären viele Monster gewesen. Oh ne, gibt. Okay. Huh. Okay, wo bauen wir uns denn jetzt hin? Ich glaube darüber. Gerade der Zombie und das Skeleton ist. Okay, wir sollten irgendwie warten, bis es Tag ist. Das wäre vielleicht gut. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal nach Hause, laden unser ganzes Zeug ab, kommen dann gleich wieder. Wechseln gleich auf mein Schwert. So. Hoch. Okay. Gehen wir hoch und weiter. Oh, Fehler. So. Und gleich sind wir zu Hause in Sweet Home, Sweet Home. Wir könnten natürlich auch ein Bett mal mitnehmen, aber dazu hatte ich gerade keine Lust, deswegen haben wir das jetzt nicht. Ha, Opfer. Bisschen dunkel. Ich dachte, ich hätte es hier ein bisschen mehr besser ausgeleuchtet. So, sollten keine Monster mehr hier spawnen. Hm. So. Und viel Platz fehlt. Alles rein, was wir gerade nicht brauchen. So, gleich haben wir es. Wir brauchen natürlich irgendwas noch zum Hochbauen. Ach, wir könnten Weed gebrauchen. Also, Weed. Ich sag Weed. Namen vergessen. Wir können auf jeden Fall zwei Brote herstellen. Getreide. Getreide. Gut. Das hier können wir auch abbauen. Ich weiß ja nicht, für was wir es eigentlich verwenden können. Aber ist ja egal. Muss man ja nicht wissen. So, das kann ich da rein tun. Das brauche ich auch nicht. Zack. Die wollen auch nicht wachsen. Zumindest nicht der. Okay. Also gehen wir zurück. Und weiter geht's.
Erstmal doch gleich mal los. Und los. Okay. Wie ihr hört, mein Wecker hat gesagt, die Zeit ist um. Ich sage, ich gehe noch mal rüber. Ich muss jetzt auch noch ein Bild machen für als Thumbnail. Ah, fuck. Verpiss dich. Wow. Dazu muss ich hier auch noch ein bisschen was machen. Ach, komm schon, warum? Okay. Ah. Glück. Noch einmal ein bisschen Licht. Ja, yeah, ist endlich unten. Yay. So, das sollte genug Licht sein. Also gut, ich beende die Episode. Was ist das? Die Pfeile stecken irgendwie ganz drin. Das ist ja komisch. Okay, ich beende die Episode hier drin. Fühle ich mich sicher? Nein, fühle ich mich kein bisschen sicher. Aber ich beende sie trotzdem genau hier, um zuzuschauen, wo unser Schatz sein soll. Ja, genau da. Also gut, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und tschüss.